Wow, was passiert hier gerade? Das kann sich doch kein vernünftiger Ringarzt anschauen und dann sagen, dass er weiterkämpfen kann. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass du wieder da seid. Edmond, sowas hast du noch nie gesehen. Du musst unbedingt auf dieses Video von Top Dog reagieren. Das haben mir voll viele von euch geschrieben zu diesem Video, wo Shaman gegen Ebosha kämpft. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit euch darauf reagieren. Bevor wir jetzt aber loslegen, gibt es erstmal 5 Sekunden Werbung für die besten Supplemente von Zack Plus. Mit diesen Supplements könnt ihr eure Leistung auf ein neues Niveau bringen. Und mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr immer 10% auf euren Einkauf. Der erste Fighter macht sich auf den Weg in den Ring. Hat jetzt hier ein richtiges Psycho-Outfit mit diesem Halsband und dem zerrissenen Shirt. Das ist der Schaman. Er ist 1,72 Meter groß, 59 Kilogramm schwer, 29 Jahre alt. Boxen ist sein Kampfsport-Hintergrund, 1,71 Meter seine Reichweite, 2:0 steht er aktuell bei Top Dog. Top Dog wieder mit einem neuen Look, sieht ein bisschen moderner aus, richtig cool. Und hier macht sich sein Gegner, der Nikolai Ebosha, auf den Weg in den Ring. 1,67 Meter, 59 Kilogramm, 25 Jahre alt. Boxen ebenfalls, 1,75 Meter seine Reichweite und zu 3:3 seine Bilanz. Wenn mir meine Zuschauer sagen, dass ich sowas noch nie gesehen habe, nach all den ganzen Kämpfen, die wir uns schon angeschaut haben, nach all den verrückten Dingen, die wir uns auf diesem Kanal schon gegeben haben, dann sage ich euch ehrlich, bin ich ehrlich gespannt. Mal sehen, was mich jetzt hier erwarten wird. So, auf der rechten Seite haben wir den Schamanen und Ebosha auf der anderen Seite. Platziert eure Taschentücher in die Kommentare, wer wird diesen Fight gewinnen. Schauen wir mal. Hoppa, hoppa. Guter Start direkt von diesem Ebosha. Beide knallen direkt drauf los. Die Nase vom Schamanen ist schon kaputt. Ist er schon aufgeplatzt? Oh, wow, 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 wow. Was passiert hier gerade? Warte mal, was passiert hier gerade? Haben die auch Bock, vielleicht mal durchzuatmen oder so? Oder wird jetzt hier durchgeschwungen permanent? Wow, was für ein guter rechter Haken. Guter Treffer im Rückwärtsgang. Direkt an das King von dem Schamanen. Junge, dieser Ebosha ist ja die absolute Maschine. Was eine Granate, der Typ. Schaut euch mal an, wie der Schamane ausschaut. Der hat ihn schon komplett entstellt. Das Publikum rastet komplett aus. Ey, das ist ja absolut verrückt, was hier gerade abgeht. Holy moly. Okay, das ist wirklich absolut verrückt. Ihr habt nicht gelogen. Ihr habt ehrlich nicht gelogen. Auf der einen Seite, der Schaman hat schon überall die offenen Stellen. Beim Ebosha sieht alles noch ganz gut aus. Ein bisschen aus der Nase läuft es raus. Ein paar Kratzer, aber alles entspannt im Vergleich zu Schamane. Wow, Kampf des Abends steht hier im Titel. Ja, Boy Vecera. Das verstehe ich auf jeden Fall, Mann. Das wundert mich nicht. Aber es geht weiter, okay. Noch ein bisschen Vaseline ins Gesicht schmieren, damit er weiterkämpfen kann. Was sagt der Doc? Ist es der Doktor oder der Cutman? Ja, der sagt, er geht in Ordnung. Der hat noch Sorry auf seiner Brust tätowiert. Okay, weiter geht's. Ach du Scheiße, Junge, der schwingt wie ein Verrückter, dieser Ebosha. Richtig präzise Hände. Jeder einzelne Treffer, den er raushaut, ist schon fast ein Knockout-Punch, Mann. Wahnsinn, dass der Schamane da überhaupt noch stehen bleibt. Und er läuft trotzdem wie ein wild gewordener Berserker auf ihn zu, nonstop. Ich weiß nicht, welche Voodoo-Zauber der vor diesem Kampf gemacht hat, dass er noch die Energie und den Mut drauf hat, jetzt so weiter zu boxen in diesem Kampf, ne? Alter, ich frage mich manchmal, ob die Krankenhauskosten nicht höher ausfallen als das Preisgeld bei diesen Kämpfen. Wie viel Preisgeld können die denn tatsächlich da bekommen? Wenn das halbe Gesicht dann demoliert ist und man erstmal ins Krankenhaus muss für eine Woche. Er macht weiter. Er macht weiter. Alter, Nase offen, Auge offen. Und wir sind noch nicht mal raus aus der ersten Runde. Es geht weiter, wie gesagt, es geht weiter. Also wenn der Kampf wirklich über die volle Distanz geht, über alle drei Runden, das wäre geisteskrank. Oh mein Gott!
Zwei Bomben direkt hinterher, aber der Schamane steht immer noch. Ey, pass auf, der Typ gewinnt diesen Kampf noch. Da wackeln die Beine. Der ist angeschlagen, da wackeln die Beine, da haben die Knöchel kurz nachgelassen. Alter, ich sag euch, der Schamane gewinnt diesen Kampf noch, glaubt mir. Glaubt mir, Ansage, der Schamane gewinnt diesen Kampf noch. Ich glaube ehrlich, Ebosha wird diesen Kampf verlieren. Weil der sich komplett verausgabt und versucht ihn zu brechen, aber der andere Typ, der ich weiß nicht, was er für einen Zaubertrank vorher getrunken hat, der wird nicht aufgeben, so wie er ausschaut. Wenn er es nicht schafft, ihn komplett auszunocken, kommt Schamane zurück und gewinnt diesen Fight, glaube ich, ehrlich. Highlights. Von Beginn an. Boah, boah, boah. Nach 10 Sekunden oder so war ja schon die Nase offen beim Schamanen. Da war der erste Cut. Aber er rennt ja auch einfach in alle Schläge rein. Also ich weiß ehrlich nicht, ob er irgendwie so einen kleinen Fetisch hat oder so. Aber der rennt ja wirklich in jeden Schlag absolut offen rein. Defense Zero. Einfach komplett Null. Kämpferherz 99, Verteidigung 0. Das wäre seine Statistik, wenn er so eine FIFA-Karte bekommen würde. Boah, da tut mir jetzt schon das Gesicht weh, wenn ich das sehe, ne? Ich hätte ehrlich nicht gedacht, nach den ersten paar Sekunden, dass dieser Fight in die zweite Runde gehen würde. Aber, wie gesagt, ich glaube, der Schamane wird diesen Kampf noch gewinnen. Der Typ ist ein Psychopath. Das ist der Psycho-Schamane. Und der Ebosha, ich glaube, der merkt jetzt langsam so, ich habe ehrlich keine Ahnung, auf was ich mich hier eingelassen habe. Den Typen, die mir davor vor meine Hände gestellt haben, der ist absolut nicht normal, der ist kein Mensch. Der fängt sich jede einzelne Monsterhand, die ich austeile, und kommt dann immer wilder zurück, hält den Kopf von Ebosha am Hinterkopf und kommt dann mit dem Aufwärtshaken zurück. Junge, was machst du denn gegen so einen Fighter wie gegen diesen Schamanen? Was machst du gegen einen Typen, der wie ein Zombie die ganze Zeit auf dich zuläuft, egal was du austeilst? Der kann ihn einfach nicht bremsen. Oh mein Junge, sein Gesicht. Da ist, glaube ich, kein Knochen mehr da, wo er sein sollte. Ich sag euch, er gewinnt noch. Ich sag euch, er gewinnt noch. Er wird es schaffen, Ebosha zu brechen. Er wird es schaffen. Da. Oh, gerade wo ich das sage, der miese Konter von Ebosha mit der rechten Hand direkt an das Kinn und noch eine direkt hinterher. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ihr habt überhaupt nicht übertrieben, als ihr gesagt habt, dass man sowas selten gesehen hat wie in diesem Kampf. Eine Runde hat er noch. Also diese Runde, würde ich sagen, hat sogar der Schamane geholt. Nachdem die erste Runde eine ganz klare Runde für den Ebosha war. Schaut euch mal, was mit seinem Auge ist. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass er hier draußen noch irgendwas sehen kann. Das sieht aus wie der Münzeinwurf von einem Getränkeautomaten. Als ob da jemand noch was daraus sehen kann. Wir spulen direkt weiter in die dritte Runde. Ich habe gar keine Geduld mehr, hier irgendwelche Highlights anzuschauen. Ich will sehen, was im dritten Durchgang jetzt hier passiert. Der Typ ist ein Zombie. Anders kann man das nicht beschreiben. Jetzt ist sein Mundschutz irgendwo rausgeflogen. Die suchen ihn gerade. Wow, der kämpft doch blind. Der sieht doch schon überhaupt nichts mehr. Wie funktioniert das? Also, ich sag euch wirklich, beim MMA oder normalen Boxen wäre hier längst Schluss gewesen. Der Typ, das ist unmöglich, dass er noch irgendwas vernünftig aus diesen zwei Augen sehen kann. Die sind so dermaßen angeschwollen,
Der schau mal, schau mal, schau mal. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht nicht irgendwie einen kaputten Kiefer hat oder so und deswegen ist auch nicht schafft, den Mundschutz drin zu behalten. Aber der Typ hat ein Kämpferherz, das reicht für 50 Menschen aus. Gesund ist es aber auf jeden Fall nicht, Mann. Ich will ehrlich nicht wissen, was der für Schäden von diesem Kampf davongetragen hat. Da wurde jetzt nochmal der Ringboden wurde da nochmal ein bisschen aufgewischt, weil die Fighter da ständig am Ausrutschen sind wegen dem Stroh bzw. Heu. Oh, jetzt ist es offen. Jetzt ist es offen. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt läuft die Soße nonstop raus. Diesen Cut kriegen die nicht mehr geschlossen. Er kriegt noch einen Punkteabzug, weil er einen Mundschutz wieder fallen gelassen hat. Punktetechnisch ist dieser Kampf jetzt auf jeden Fall gelaufen. Er kann nur noch gewinnen, wenn er Knockout holt. Aber dieser Cut ist jetzt komplett offen. Das kann sich doch kein vernünftiger Ringarzt anschauen und dann sagen, dass er weiterkämpfen kann. Die versucht, seine Augen zu öffnen und die sind komplett geschlossen. Er sagt, nö, nö, ich kämpfe weiter. Sein Team will anscheinend, dass er aufhört. Ja, okay. War auch die einzig vernünftige Entscheidung, seien wir mal ganz ehrlich. Er selber regt sich darüber jetzt extrem auf und ist enttäuscht darüber, ne? Aber das war die einzig vernünftige Entscheidung. Der kann nichts mehr sehen. Stellt euch mal vor, ihr kämpft einfach blind. Also, wer weiß, was das für Schäden langfristig für ihn bedeutet hätte, wenn er jetzt weiter gekämpft hätte. Noch 3, 4, 5 Treffer auf so diese kaputten Augen. Das kann wirklich dazu führen, dass ein Fighter irgendwann blind wird oder so, daran erblindet. Das ist kein Spaß. Da können Nervenschäden und sowas dadurch entstehen. Also, auf jeden Fall, ich bin der Meinung, sein Team hätte schon den Kampf früher abbrechen müssen, ne? Aber immerhin haben die es jetzt gemacht. Heftiger Fight, ich sag euch ehrlich, ihr habt nicht übertrieben, als ihr gesagt habt, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Absolut geisteskranke Schlacht zwischen den beiden. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Würde mich echt interessieren, was ihr zu diesem Fight zu sagen habt. Das war's mit meiner Reaction. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.